Kulturell ist das schon traditionelle Gstanzlsingen des Lions Clubs Mattigtal in Mattighofen ein Fixpunkt im Jahr. Auch heuer strömten wieder über 600 Gäste in die Sepp-Oehler-Halle. Für die souveräne Moderation sorgte einmal mehr Walter Egger. Ja, zunächst einmal darf ich sagen, wir sind nur zu dritt, so drei Gruppen auf der Bühne, was mich sehr freut, weil viele glauben, wir müssen sieben oder acht haben, drei genügen, wenn es drei gute sind. Und wir haben drei gute, wir haben die Vielseitigen da, wir haben die Dudelmädel aus Bayern und wir haben das Bauernsextett aus St. Georgen, also im Viertel da, was wollen wir mehr? Wir machen traditionelle bayerische Lieder mit immer ein bisschen neuer Text, mit ein bisschen Pfiff, mit ein bisschen Witz und mit einem kleinen Augenzwinkern. So witzig die Lieder waren, so ernst war der Hintergrund des Gstanzlsingens. Das Gstanzlsingen ist unsere Cash Cow für den Lions Club Mattigtal, die Veranstaltung des Jahres. Und unser Motto ist, wir helfen unbürokratisch, sofort und regional. Das heißt, wir schauen wirklich, dass das Geld auch in der Region bleibt, von der Region, für die Region. Und man glaubt gar nicht, wie viele bedürftige Leute es gibt, auch in unserer Welt, die von Überfluss strotzt. Der Bedarf ist in den letzten Jahren höher geworden, weil auch das Geld einfach nicht mehr wird, sondern eher ein bisschen weniger wird bei den Leuten. Und einfach die Leute, das brauchen die Unterstützung, die soziale, und die sollen sie auch kriegen in Mattighofen. Ich fürchte, dass es schlechter wird und dass die Kluft zwischen Arm und Reich einfach zunimmt. Ja. Also auch unser Beruf ist ja auch ein bisschen ein sozialer Ausgleich, dass man jederzeit ärztliche Hilfe kriegt, und umso wichtiger ist auch im Sozialbereich, dass da auch individuelle Unterstützungen geboten werden. Unterstützungen, die immer wichtiger werden. Manche Unternehmen spenden aber nicht nur Gelder für die Lions, sondern setzen schon im eigenen Betrieb Zeichen. Wir haben kein Endprodukt, was wir vermarkten können. Das heißt aber, meine Mitarbeiter machen einen tollen Job. Das, wo wir einsteigen, haben meine Mitarbeiter erreicht. Ich sage immer, ich kann das Geld zur Verfügung stellen. Und sie müssen schauen, dass wir es nicht vernichten, dass wir aus dem was machen. Mit dem versuchen wir Arbeitsplätze zu sichern. Die Charity-Aktionen der Lions Mattigtal gehen heuer noch fleißig und spektakulär weiter. Zwar im Rahmen des Mattighofener Stadtfestes werden wir das erste Lions Seifenkistenrennen und Bobbycar-Rennen veranstalten, wo wir Lehrwerkstätten, Betriebe, Private in der Region ansprechen.